Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Yo Leute, ich bin's, Tim. Und guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Heute kommen wir zu einer neuen Episode. Der dümmste Kommentar. Doch bevor das Video anfängt, muss ich euch noch eine kleine Story erzählen. Wisst ihr, ich bin Mensch. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere weiß, aber ich denke mir immer nichts Böses. Yo! Ich habe hier immer noch das Praktikum in meinem Kindergarten. Ja, und heute war es wieder mal richtig witzig für mich. Waren so zwei Kinder da, die wollten schlicht und ergreifend, die wollten einfach nicht essen, ja. Denke ich mir so, ich meine, hab ich gesagt, du sollst essen? Ja, gut, das hab ich, aber... Sagt du, Digga, pass auf. Also, ich habe nicht du, Digga, gesagt, aber ich habe gesagt, du Mistkind. Oh, nein. Fangen die einfach an, mich nachzuäffen, so. Ich so... Was? Ess doch bitte einfach dein Essen, sag gerne zu mir, fuck you. Ich so, Kindergartenkinder, kannst du was doch so nicht? Kindergartenkinder, ich wünsche euch alle, bleibt doch einfach dran. Ich kann es kaum erwarten, wieder die Kommentare durchzulesen. Ich meine, letztes Mal war es ja schon so richtig witzig. Petrus war jung. Fuck. No! Jetzt wird's langsam lächerlich, Mann. Ich glaub's nicht, dass das die Kommentare sind. Wer das liest, ist dumm. Bitte? Was haben sie gerade gesagt? Abgenommen! Du denkst, du wärst lustig, wenn du immer nach einer Zeit dieselbe Musik nimmst. Ja, das ist es. Das denke ich, dass ich deswegen lustig wäre. Ja, der hat's erfahren. Ja, wisst ihr, in letzter Zeit muss ich leider aber wirklich mal häufig immer feststellen, die Jokes von manchen Leuten, der haut dann halt einen Joke raus, der halt so richtig scheiße ist. Ja, Mann, Johnny, der war echt nicht schlecht, Alter. Ja, Mann, ja, Mann, ja, der war nicht schlecht, gell? Ja, Mann, danke dir, Digga, danke. Ohne Jungs. Jungs, kommt ein Pinguin zum Bäcker und bestellt zwei Brötchen. Momentchen mal, Pinguine können noch gar nicht reden. Oh, Scheiße. Ach du dicke Scheiße. Digga, dich hat's erwischt, oder? Ich meine. Hey, Dicker. Viele Menschen sind verwirrt, wenn ein Satz nicht so endet, wie er enden Kartoffel. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Franklin? Ich habe mich jetzt hier ungefähr, sagen wir mal so 20 Minuten, 30 Minuten durch die Kommentare geforstet. Ey Digga, du sitzt hier erst seit 2 Minuten. Digga, sei doch einfach leise. Konzentriert euch bitte einfach mal. Ich finde in den Kommentaren im Prinzip öfter den Kommentar, der einfach schon in dem Video vorgekommen ist, weißt du? Macht euch bitte einfach mal Gedanken darüber. Mich würde es echt freuen, wenn ihr einfach mal ein paar gescheite Kommentare, wisst ihr was?